Wie schauen Sie darauf, Herr Aiwanger? Ihr Thema ist vor allen Dingen in Bayern. Da ist die Welt ja weitestgehend in Ordnung, wie Sie immer wieder betonen. Es ist jetzt Frankreich, aber wir denken alle, Neuköllner, Silvesternacht beispielsweise, auch da hatten wir, auch in dieser Sendung, genau diese Debatten. Wie kann es sein, dass ein Teil junger Menschen offensichtlich keine Beziehung zu diesem Staat hat? Ja, ich glaube, dass das der springende Punkt ist. Wenn sich ein Teil der Bevölkerung nicht mehr mit dem Staat, nicht mehr mit der Gesellschaft identifiziert, vielleicht dann auch große kulturelle Unterschiede sind, glaubensmäßige, archaische Strukturen mitbringen und eben nicht bereit ist, sich in demokratische Strukturen zu integrieren, dann kann das schieflaufen und da braucht man gar nicht so weit gehen. Wir hatten die Krawallen auch in Essen, wo sich libanesische und syrische Gangs zu Hunderten auf beiden Seiten geprügelt haben. Ich spiele an auf die Szene gerade im Ruhrgebiet. Genau. Wo dann ein Friedensrichter diese Herrschaften wieder zur Mäßigung gebracht hat. Nicht zunächst mit die deutsche Justiz und Polizei, die haben tagelang sich ja, verprügelt und haben sich hier bekämpft. Jetzt sind es Gott sei Dank erst Hunderte auf beiden Seiten. Aber lasst das auf beiden Seiten Tausende oder Zehntausende sein. Und dann kommt am Ende ein Friedensrichter und sagt, du kriegst jetzt 3 Autos und du darfst dieses Gebiet nicht mehr betreten, weil die wollen dort Geld verdienen mit Restaurants und Prostitution und da darfst du nicht rein. Dann sind das Parallelwelten, dass man die heimische Justiz nicht mehr anerkennt, dass die Polizei die Lage nicht mehr im Griff hat. Und wenn die Polizei da reinginge, vielleicht die politische Rückendeckung fehlt. Und dann, jetzt bringen wir das trotzdem auf den Punkt, wenn es vorher geheißen hat mit der Staatsbürgerschaft und so weiter, wir jetzt schon diesen Syrern, die seit 8 Jahren bei uns sind, die deutschen Pässe aushändigen, und das sage ich, ist ein großer Fehler dieser Ampel, dass man jetzt einbürgert, bevor die Integration funktioniert hat. Und das ist wohl auch ein Punkt gewesen, dass die Libanesen sich dort jetzt schon beschweren und sagen, die Syrer kriegen schon den deutschen Pass und wir nicht. Mhm. Also nach 5 Jahren kriegen die den deutschen Pass, sind aber in diesen Gangs organisiert. Die kriegst du nicht mehr los. Das ist dann ein deutscher Staatsbürger. Selbst wenn du rausbekommst, das ist der Gangboss, dann hast du den da. Also diese Dinge sind bei uns nicht weit weg. Natürlich eine ganz andere Dimension, anderer historischer Hintergrund, kolonialer Hintergrund. Ich glaube, das ist aber die Parallelgesellschaft haben wir auch schon in Ansätzen an diesen Orten. Diese Syrer, haben Sie gerade gesagt. Völlig interessant. Diese Syrer, alle? Nein, aber die Syrer, die seit 2015 bei uns sind, die unter Merkel damals gekommen sind, das ist jetzt 8 Jahre her, die bekommen momentan sehr großzügig die deutschen Pässe, sind aber noch nicht unbedingt im Arbeitsmarkt integriert. Und ich sehe das als politischen Fehler, hier zu schnell denen mit dem Pass hinterherzulaufen, ohne zu erwarten, dass die vorher einen Arbeitsplatz haben und sich integriert haben. Da sagen die dann, dann geht das mit. Also, ich finde das eine schwierige Formulierung. Aber hinterherlaufen tut doch niemand. Wer läuft hier irgendjemandem mit dem deutschen Pass hinterher? Ja, die Ampel. Also nein, die Ampel also ist sehr groß. Die Ampel. Die Ampel händigt hier die Pässe aus, noch die hat die Einbürgerung erleichtert. Vorher hat es geheißen, ein paar Jahre länger müssen die hier sein und müssen integriert sein und müssen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Das erwartet man heute nicht mehr. Und das ist für mich ein zu liberales Aushändigen unserer Pässe. Nochmal, Sie sagten gerade, die Formulierung fand ich interessant, da läuft diese Ampel, läuft diesen Syrern mit dem deutschen Pass hinterher. Ja, das kann man jetzt dreimal drehen und dann ist das ein besonders böses Wort gewesen. Ich sage den Syrern. Nein, das läuft so nicht. Ja. So. Aber andersrum auch nicht. Nein, aber Sie machen das häufiger, ich habe das ja auch beobachtet. Sie hauen einen raus und dann sagen Sie, da wird einem direkt wieder das Wort im Mund umgedreht. Hat ja jeder gehört, was Sie gesagt haben. Ja. Mir geht es nochmal um diese, also im Befund, in der Diagnose, haben Sie ja an einigen Stellen definitiv recht. Wir haben das Thema gerade letzte Woche hier auch in der Sendung ausführlich behandelt und machen das auch immer wieder. Und ich teile auch Ihre Auffassung, wenn Sie sagen, wir tun uns als Land offensichtlich schwer, über Probleme, die es ganz offenkundig bei der Integration gibt, ehrlich und klar zu sprechen. Aber diese Formulierung, diese Syrer, denen wird mit dem deutschen Pass hinterhergelaufen. Genau. Ja. Finden Sie, das ist eine adäquate Formulierung? Oder ist das eine, die dazu angetan ist, wieder sozusagen dem Affen Zucker zu geben? Machen wir jetzt hier eine Sprachdebatte. Also ich glaube, es geht um die Sachverhalte. Und die Sachverhalte sind in meinen Augen politisch völlig falsch aufgehängt.
Und jetzt können wir das kann man ja sagen. Ja, das will ich inhaltlich sagen, aber Sie lenken jetzt schon wieder von der inhaltlichen Debatte ab ins Wording. Aiwanger hat hier diese Syrer gesagt und nicht die Syrer, diese beiden Buchstaben. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber diese Syrer und haben mir unterstellt, ich würde pauschal sagen, alle Syrer, sondern diese Syrer. Hat doch jeder gehört. Ja, ist ja gut, aber wie man es interpretiert. Ich habe nicht gesagt, diese Syrer und meine alle Syrer dieser Welt, sondern diese Syrer, die in 2015 Essen, gekommen genau, sind. Genau, ja, diese Syrer, das sind diese Syrer. Das sind die von 2015. Denen die Ampel jetzt mit dem Pass hinterherläuft. Das war der zweite Teil. Das haben Sie gesagt, nicht genau. Ich. Genau, indem sie die Einbürgerung hier in meinen Augen deutlich zu liberal aufhängt und nicht sagt, das ist am Ende des Integrationsprozesses die Auszeichnung für dich, wenn du dich integrierst, wenn du einen Arbeitsplatz findest, wenn du dich selber über Wasser halten kannst, dann bekommst du zur Krönung mit Handschlag deinen Pass verliehen. Du bist hiermit Staatsbürger. Okay. In Bayern wird das hier zelebriert sogar, das wird zelebriert, neue Bürgeraufnahme, das ist ein feierlicher Akt. Aber nicht, dass der mal schnell aufs Amt geht, holt seinen Pass ab und sagt dann zum Libanesen, Elebetsch, ich habe ihn, du noch nicht. Und er ist vielleicht genauso im Bürgergeld noch Sie drin. Sie stellen das da, Herr Aiwanger, als ob alle den deutschen Pass haben wollten. Es ist im Grunde ja eher so, dass wir eigentlich relativ niedrige Einbürgerungszahlen haben. Ja, momentan die sind sehr viele. Natürlich, weil wir ja jetzt auch hohe Zugangszahlen hatten. Ja, ja. Aber es ist ja jetzt nun nicht so, als ob alle Syrer, die 2015, 2016 gekommen sind, jetzt sich in Schlachten mit Libanesen oder mit wem auch immer werfen würden. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, diese Beispiel in Essen. Ja, wenn es sich für Sie so angehört hat. In Essen haben wir den Fakt, dass hunderte Syrer auf der einen Seite mit hunderten Libanesen auf der anderen Seite sich mit Dachlatten und so weiter tagelang bekriegen. Das sind wir uns doch einig. Das wollen wir auch nicht, dass die eingebürgert werden. Kriegt Aiwanger einen über die Mütze, weil vielleicht verstanden werden könnte, dass er sagt, alle Syrer raufen mit allen Libanesen. Nein. Also wo wollen wir denn hin? Wollen wir die Dinge beim Namen nennen oder wollen wir Wordingsdebatten führen? Das ist interessant, Herr Flade. Ja. Sie schreiben viel, Sie sind ein Mann des Wortes. Ist das egal, wie man redet? Das ist natürlich nicht egal. Auch im politischen Umgang nicht egal, welche Wörter man wählt. Das meine ich doch. Ich meine, Sie sind natürlich als Vertreter einer konservativen Partei in einer schwierigen Situation gerade, weil es am rechten Rand eine Partei gibt, die gerade wahnsinnige Umfragezahlen hat. Ich weiß nur nicht, ob das hilft, die Sprache dieser Leute zu übernehmen. Und das ist dann doch immer wieder der Fall. Also da verrutscht was. Und ich finde das nicht unerheblich, wie man über sowas redet. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann beschreiben Sie doch den Sachverhalt zwischen diesen Syrern und diesen Libanesen. Nee, Herr Aiwanger, ich hätte politisch einen anderen, korrekt. Herr Aiwanger, bevor wir uns jetzt in der Semantik verlieren, hätte ich eine ganz andere Frage. Wie würden Sie das denn lösen? Indem ich von Anfang an genauer hinschaue. Erstens einmal war es ein Fehler, dass wir 2015 eine zu große Zahl haben kommen lassen. Ist jetzt jetzt haben wir 2023. Ist schon klar, aber der Fehler ist damals passiert. Jetzt kann man sagen, okay, also Merkel hat den massiven Fehler gemacht, zu viele Leute hier kommen zu lassen mit gefälschten Pässen oder ohne Pässe, mit falschen Herkunftsangaben und so weiter. Wir haben es bis heute nicht geschafft, nach 8 Jahren, einen Großteil dieser Menschen in Arbeitsprozesse zu bringen. Rund knapp die Hälfte dieser Syrer von 2015 sind heute im Bürgergeld. Das waren junge, arbeitsfähige Menschen. Ja. Die Hälfte ist noch nicht in Arbeit. Das ist etwas, was ich hier häufig so beschreibe. Das ist ein Versagen unserer Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik, die eben nicht in die Arbeitsverhältnisse zu bringen. Und jetzt rutschen die in Clans ab, teilweise. Jetzt nicht alle 1,5 Millionen, sondern eben dort so und so viele. Und dann schaut der Staat wieder zu und kriegt es tagelang nicht in Griff, bis ein Friedensrichter eingreift. Und das sind erst ein paar Herr hundert. Noch mal, Sie beschreiben jetzt schon wieder die Situation. Genau. Ich würde gerne, Sie wollen doch Ministerpräsident in Bayern werden. Meinen Sie, wenn der Herr Söder Kanzler wird, mache ich Ministerpräsident? Das ist eine interessante Vorstellung. Teilen uns das auf. Wir haben überall in Bayern sitzen, einen in Berlin und einen in München. So, ist nichts, was mir Angst macht, wenn überall Bayern sitzen. Also, um Gottes Willen, ich habe nichts gegen die Bayern. Ich wollte trotzdem noch mal fragen. Ja. Angenommen, Sie sind jetzt in politischer Verantwortung. Und jetzt Überraschung, Sie sind in politischer Verantwortung. Wie würden Sie es denn machen? Wie gesagt, diese Fehler der Integration, dass eben zu viele gekommen sind. Wie lösen Sie das jetzt heute? Jetzt konkret. Ja, die Leute wählen Sie jetzt. Genau. Sie sind jetzt hier in diesem Fernsehstudio. Ich sage es Ihnen, wie wir das in Bayern lösen, dass, wenn jemand die erste Straftat bekommt, wir
die Strafe auf den Fuß folgen lassen und nicht hier zuschauen, bis jemand 10, 12, 15 Straftaten, bis jemand zum Serienstraftäter wird. Und dann sagen wir immer du und dann ist die Mama schuld und dann ist die Oma schuld, aber nie der selber und am Ende ist Deutschland schuld. Sondern wir greifen den Einzelfall raus und sagen, er wird jetzt hier juristisch, ja, so in den Griff bekommen, dass wir möglichst Kriminalität vermeiden. Schauen Sie her, in München haben wir einen höheren Ausländeranteil wie in vielen anderen Großstädten Deutschlands, haben trotzdem den Großteil dieser Bürger in Arbeit und haben eine deutlich niedrigere Kriminalität. Also es kommt schon darauf an, wie man mit der Situation umgeht, ob man dort auch genauer hinschaut. Denn wenn das Kind mal im Brunnen gefallen ist, dann ist es zu spät. Und dazu braucht die Polizei auch die Rückendeckung der Politik und die hat sie in Bayern und in vielen anderen Bundesländern. Da ist ja immer die Polizei schuld, wenn was schief läuft und der Richter traut sich nicht mehr. Also das ist schon wichtig. Der Staat muss konsequent Straftaten verhindern und die Leute in Arbeit bringen. Okay, ja. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, und letzter dann bin Satz ich überzeugt, dass wir jetzt wirklich schneller schauen müssen, dass wir diese Leute in Arbeitsprozesse bringen. Und darum bin ich überzeugt, dass das Bürgergeld, dieses liberale Vergeben des Bürgergelds auch an junge Arbeitsfähige ein großer Fehler ist, sondern wir müssen versuchen, noch intensiver diese Menschen wie in Bayern, aber es glaubt bei uns auch nicht mehr überall, weil das Bürgergeld genauso gilt, in Arbeit zu bringen. Dann werden die in der Gesellschaft besser integriert, sind mindestens 8 Stunden sinnvoll beschäftigt. Dann passiert weniger, als wenn wir wegschauen. Wenn jemand was sagt, dann ist er Rechter, am Ende ist der Polizist schuld, der Richter schuld, Deutschland schuld. Und am Ende beklagen alle, was ist da schiefgelaufen. Also, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Münch, aber Ich tue mich wahnsinnig schwer mit dieser sehr generalistischen Ansage. Und ich frage mich gerade die ganze Zeit, wissen Sie, auch in Bayern ist es ja so, ohne viele Zuwanderer würde auch Ihr schönes Bayern schon lange nicht mehr funktionieren. Das ist sogar keine Debatte, das habe ich noch nicht gesagt. Nein, ganz kurz, lassen Sie mich die Frage stellen. Ich habe Ihnen nichts im Mund gelegt. Meine Frage ist nur, haben Sie eine Idee davon, wie das für die klingt, für die vielen, vielen anderen, die morgens aufstehen, die wahnsinnig hart arbeiten, die teilweise 2, 3 Jobs gleichzeitig machen, die genau das andere versuchen von dem, was Sie gerade beschrieben haben. Die versuchen, möglichst schnell Teil dieses Landes zu werden, die auf deutsche Kinder aufpassen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, die auch interessanterweise deutsche Polizeibeamte sind. In Neuköllner Silvesternacht waren es ganz viele Polizisten, Beamte mit Migrationshintergrund, die es da erwischt hat. Also, ich will nur sagen, so, was glauben Sie, wie das bei denen ankommt? Mit der Masche kriegen Sie mich nicht. Denn das sind genau die, dass Sie mir jetzt sagen, ich hätte was gegen die Ausländer oder die würden unser System retten. Nein, sondern, Sie haben so einen komischen Verfolgungswahn. Ich schiebe Sie nicht in irgendeine Ecke, ich will nur etwas verstehen. Welche Angst haben Sie denn? Vor mir müssen Sie keine Angst haben. Nein, weil ich einfach merke, dass Sie mir das Wort im Mund nehmen. Nein! Sie sind wahnsinnig misstrauisch, ja. weil sie merken, dass man mit der Art und Weise, wie Sie reden, kann man was anfangen. Das merken Sie, ne? Doch. Ich sage Ihnen die Antwort auf Ihre Frage. Und wir können auf die wissen Sie, was das Thema ist? Es ist interessant, was da gerade passiert. Ich habe das Gefühl, Sie unterstellen mir, dass ich ähnlich unterwegs bin wie Sie auch. Sie nehmen sich 5 Fakten zusammen, schrauben sie so zusammen, dass das ein knackiger, spannender Satz dabei rauskommt. Und Sie haben das Gefühl, das könnte ich möglicherweise auch. Ich könnte das auch, aber ich mache es nicht. Ich bin in dieses Gespräch gegangen. Ich auch. Als Sie mit diesen Syrern schon begonnen haben, was draus zu drehen, habe ich gesagt, auf was will er denn raus? Jetzt gebe ich Ihnen ganz kurz die Antwort auf die Frage, was diese sagen, Sie die dort arbeiten. Mit diesen Syrern und der Ampel, die allen mit einem deutschen Pass hinterherläuft. Bitte, Herr Aiwanger. Dass die dort arbeiten, die kommen mittlerweile auf mich zu und sagen, wir wünschen uns, dass auch die anderen arbeiten müssen. Auch der türkische Arbeiter sagt zu mir, ich will nicht, dass Syrer oder meine Landsleute, wie auch immer, im Bürgergeld ist und uns diskreditiert als die Ausländer, sondern die bei uns ordentlich arbeiten und sich ordentlich benehmen, die sind mittlerweile eher enttäuscht über die deutsche Politik, dass wir zuschauen, wie einige aus dem Ruder laufen und sagen, daraus entwickelt sich eine Anti-Ausländer-Stimmung. Das ist der Punkt. Die Sie gerade hier befeuern, Herr Aiwanger. Nein, wo ist der Beweis? Sag ich Ihnen. Ja? Wenn Sie sagen, also 2 Sachen. Sie haben recht mit dem Befund, wenn Sie sagen, wir sind unfassbar schlecht bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Da sind wir schlecht. Das ist einer der vielen Widersprüche deutscher Einwanderungspolitik. Wir haben jedes Jahr Rekordmigration. Mehrere Großstädte, wenn man Großstadt ab 100.000 Einwohner sozusagen definiert, kommen zu uns. Und wir sind sehr, sehr schlecht, die Leute in den Arbeitsmarkt zu kriegen.
Mein Problem ist, wenn Sie sagen, 50%, es sind eher mehr, die arbeiten, sagen wir mal, 30% der Erwerbsfähigen sind nicht im Arbeitsmarkt. 40%? Wie viele sind es? Knapp 50% derer, die 2015 genau. gekommen sind, unter Merkel. Lass uns sagen, die Hälfte. Ja. Die ist nicht sind im jetzt Arbeitsmarkt. Im genau, genau ist nicht die, im Arbeitsmarkt. Nicht die, die 1960 genau. gekommen ich weiß sind. Nicht. Okay. Ich will nur sagen, okay. der Und? Sound, ja. das bedeutet ja umgekehrt, dass ungefähr 50% im Arbeitsmarkt ja, sind. Ja. Jeder Zweite arbeitet, ja. heißt das übersetzt. Ja. So. Ja. Das Zweite ist, ich habe vor einiger Zeit hier ein interessantes Gespräch gehabt, wo sich herausstellte, wir beklagen diese Zustände häufig, müssen dann aber auch sagen, deutsche Bürokratie ist unfähig, Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen. Verhindert es Wir verlangen von Menschen zum Teil ein polizeiliches Führungszeugnis, die aus Syrien hierher gekommen sind, verlangen ein polizeiliches Führungszeugnis vom Polizeistaat Assad. Ich sage mal ganz ehrlich, jemand, der ein Führungszeugnis von Assad mir auf den Tisch legt, den will ich nicht haben. Den würde ich niemals anstellen. Sind wir ja einer Meinung. Darum sage ich, wir stehen uns selber im Weg als Deutschland. Das ist eine andere Debatte. Noch Bürgergeld. Das ist eine andere Debatte. Arbeit. Aber genau das habe ich gesagt. Also, was Sie da gehört ich habe ganz viel an diesen Syrern Kritik gerade gehört irgendwie und sehr wenig irgendwie an der deutschen Bürokratie. Und die Leute leben nach wie vor in Flüchtlingsunterkünften, wo die Integration auch schwerfällt. Ja. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass wir die Leute da nicht rausbringen aus diesen Unterkünften, aus diesen Sammelunterkünften. Ja, teilweise sind sie dann durchaus in Häusern, wenn ein Bürgermeister noch genügend Häuser findet. Aber wie gesagt, nach 8 Jahren kann man jetzt sagen, wer ist schuld, dass die nach 8 Jahren noch nicht mal in einem Gasthaus bedienen können und in der Küche mitarbeiten. Auch das Bürgergeld. Weil das Bürgergeld, Gibt es ja noch gar nicht so lange, Herr Aiwanger. Was erzählen Sie da? Das war vorher eben Hartz IV. Ja, vorher war es Hartz IV. Ja, aber dann sagen Sie doch nicht Bürgergeld. Ja, jetzt ist Bürgergeld. Ja, jetzt sagen, Bürgergeld ist ja dann schon noch mal was anderes als Hartz IV. Ne? Was ist denn der große Unterschied? Dass jetzt beim Bürgergeld das noch lockerer ist? Ja, ja. Ich gebe Ihnen ja recht, aber bitte lassen Sie uns doch versuchen, also ein bisschen präzise bei der Sprache zu sein. Gerne, wir haben es bei Hartz IV schon nicht in Arbeit bekommen und kriegen es mit dem Bürgergeld jetzt zweimal nicht in Arbeit. Wir drehen uns gerade im Kreis, Aiwanger. Wir haben ja gerade geklärt, was sozusagen die verschiedenen Perspektiven auf das Thema sind, und es ist komplex. Was würden Sie sagen, Herr Aiwanger, was ist Ihre Definition von Demokratie? Was ist für Sie eine Demokratie? Demokratie ist Politik im Sinne der Bevölkerung zu machen, von der Bevölkerung legitimiert. Macht des Volkes, das Volk hat die Macht, das Volk übergibt die Macht mal in einer repräsentativen Demokratie für eine gewisse Zeit. Es gibt aber auch basisdemokratischere Ansätze wie in der Schweiz. Und ich sage ganz ehrlich auch, wir Freien Wähler haben einen sehr basisdemokratischen Ansatz, sind sehr stark in den Kommunen. Wir haben schon viele Volksbegehren gemacht. Wir wollen eine Direktwahl des Bundespräsidenten. Und ich sage, die Politik muss sich regelmäßig rückkoppeln zur Bevölkerung und nicht nach dem Motto, das ist ja die Debatte gewesen ums Heizungsgesetz, einmal an der Macht, dann kann ich 4 Jahre tun, was ich will. Ich bin ja gewählt und regiere vielleicht sogar gegen die Mehrheit der Bevölkerung. 80% sagen Heizungsgesetz Unsinn. Ampel sagt uns egal, wir haben die parlamentarische Mehrheit, wir ziehen das jetzt durch. Mit dem Ergebnis, dass die Bevölkerung sich nicht mehr abgeholt fühlt. Das heißt, und dann ist das keine Demokratie mehr für Sie? Das ist noch eine Demokratie formal. Aber also formal die Staatsform und so weiter, ja. von dem redet man nicht. Aber die Vorgehensweise ist in meinen Augen... Es ist keine Demokratie mehr. Habe ich nicht gesagt. Ich habe ausdrücklich gesagt, natürlich ist das noch eine Demokratie formal, haben Sie im gesagt. Hinblick auf die Staatsform. Aber das Vorgehen ist in meinen Augen nicht mehr richtig demokratisch. Ich nehme Sie ernst. Ich höre Ihnen genau zu. Ja, Sie haben dann lass uns mal den Satz aussagen. Also ganz kurz. Einmal bei dem Punkt. Ich will nur einmal verstehen, was für Sie Demokratie ist. Sie sagen, das, was wir gerade haben, ist nur noch formal Demokratie. Stimmt doch nicht. Ich habe gesagt, wir sind natürlich... Was haben Sie denn gehört, wir sind natürlich, ehrlich gesagt, Ihre Interpretation. Ja. Ich habe jetzt den Bogen mit dem Heizgesetz. Okay, also nochmal. Sie haben gesagt, es ist formal eine Demokratie. Ja, natürlich ist es formal eine Demokratie. Und dann machen die da in Berlin, weil was sie wollen. Sie haben mich ja gefragt, ob ich das noch als Demokratie sehe. Dann sage ich ja, formal, die Staatsform jawohl. Formal. Aber die Vorgehensweise der Ampel ist in diesem Punkt für mich undemokratisch, wenn sie gegen die Mehrheit der Bevölkerung Politik macht. Okay, und das wenn kann ich jetzt, sie wenn zwar ich das juristisch durchhalten, aber auf Dauer führt es zu Frust bei den Regierten und sagen die da das oben. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ich war mit dem Satz noch nicht fertig. Sie haben da schon die Analyse begonnen, da war ich noch nicht fertig. Ich habe gesagt, natürlich ist das formal noch die Demokratie, aber die regieren gegen die Mehrheit. Und damit bin ich der Überzeugung, läuft das nicht mehr richtig. Die müssen sich wieder rückkoppeln, was will die Bevölkerung. Verstanden. Formale Demokratie, Frau Münch.
das Was ist eine formale Demokratie? Ich meine, womit Herr Aiwanger, also ich meine, Herr Aiwanger bezieht sich jetzt auf den Institutionenapparat, ja, auf die Prozesse, dass das alles hier nachfunktioniert. Das wurde ja mir unterstellt, dass ich die Institution in Frage Aber, gestellt hätte. Natürlich hat Herr Aiwanger recht, es findet eine Rückkoppelung statt, ganz klar, da hat er recht. Wir haben übrigens eine freiheitliche, eine rechtsstaatliche Demokratie. Es geht ja nicht immer nur um Mehrheiten, sondern es muss ja auch rechtsstaatlich Minderheitenschutz und so weiter abgesichert sein. Aber natürlich bedeutet das jetzt nicht, dass eine Regierung im ständigen Einklang mit der Bevölkerung sein muss. Wir haben im Unterschied zu einem früheren bayerischen Ministerpräsidenten, der von der Koalition mit den Bürgern gesprochen hat, es ist jetzt nicht so, dass das immer hundertprozentig deckungsgleich ist. Wenn es nicht mehr deckungsgleich ist, haben wir eine sogenannte... Sonst bauen wir doch nur Meinungsumfragen und regieren einfach nach Meinungsumfragen. Genau, wir haben eine zeitliche Gewaltenteilung, wir haben eine beschränkte Amtszeit, wir haben beschränkte Regierungszeiten und dann wird sich das rächen. Aber eine Politik, die ständig nur das machen würde, was sie im Grunde demoskopisch abfragt. Das ist nicht mein Verständnis. Natürlich ist das völlig richtig. Es ist demokratisch, aber es ist keine handlungsfähige Politik. Herr Aiwanger, das machen Sie auch nicht. Also das ist ja nur ein himmelweiter Unterschied, ob ich immer ständig mich rückkoppele oder ob ich so sehenden Auges gegen 80% der Bevölkerung regiere. Aber Herr Aiwanger, es hat doch funktioniert. Ja, aber es hat doch funktioniert. Im Heizungsgesetz, das hat funktioniert. Nein, die haben sogar Entschuldigung, jetzt reden Sie, Herr Aiwanger, jetzt darf ich reden. Ich rede vom Heizungsgesetz. Ja, ich auch. Aber was doch funktioniert hat, ist, dass die Bundesregierung offensichtlich begriffen hat. Sie hat ein bisschen länger dazu gebraucht, zugegebenermaßen. Aber sie hat doch begriffen, und ich glaube, da wäre nicht mal eine Erdinger Rede notwendig gewesen, dass es so nicht funktioniert. Und sie hat sich korrigiert. Wobei sie etwas korrigiert hat, was noch überhaupt nicht beschlossen war. Also insofern das ist die Rückkoppelung. Ist das für mich ein ganz normaler Prozess gewesen, der die Ampel ausgesprochen viel Lehrgeld hat bezahlen lassen. Ich meine, wer ist denn vor allem gestraft worden? Die Ampelregierung. Also insofern hat doch alles funktioniert. Aber wodurch wurden die korrigiert? Weil sie nach Hause gekommen sind, nachdem sie in Berlin im Kabinett das durchgewunken hatten. Dann sind sie zu Hause von den Waldbauern, den Bürgern, von der eigenen Verwandtschaft. Durchgewunken worden ist überhaupt nichts in diesem Kabinett. Die haben sich ja schon im Kabinett gestritten, ja, Herr Aiwanger. Aber im Kabinett war es schon verabschiedet, ob wir das jetzt durchwinken. Oder mit einem Parlamentsvorbehalt von Herrn Lindner. Ja, damit das Kabinett hatte dem zugestimmt und dann hat es die großen öffentlichen Debatten gegeben. Aber ist das nicht Demokratie? Ja, aber die Demokratie wurde erst dann, oder diese Entwicklung wurde erst dann korrigiert, als die Öffentlichkeit, wie auch immer, jetzt kann man fragen, welchen Beitrag hat er denn geleistet? Darf ich mal ganz kurz was fragen? Bitte. Ist Demokratie für Sie dann, wenn etwas korrigiert wird, was Ihnen nicht passt? Nein, sondern einfach die... Ist das Demokratie dann weg, wenn in Berlin jemand regiert, der Ihnen nicht passt? Nein, ist dann die Demokratie in Gefahr? Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das eher auf die Ampel zutrifft. Die sagt, Ich habe eine andere Frage. Aber ein kleines, vielleicht folgen Sie mir ganz kurz. Ein kleines sympathisches Gedankenspiel. Sie sind ja sehr schnell im Kopf. Wenn jetzt 80% in Bayern sagen würden, Gendern ist eine richtig gute Sache, was dann werden wir dagegen kaum mehr ankämpfen können. Dann wäre es Ihnen egal. Dann ist mir auch nicht egal. Dann wären Sie fürs Gender. Dann wäre es mir auch nicht egal. Dann würde ich sagen, ich bin zwar jetzt in einer anderen, vielleicht in einer Minderheitenposition. Ich kann jetzt nichts mehr gewinnen, sonst werde ich überrollt. Aber es gefällt mir weiterhin nicht. Das war vielleicht beim Impfen der Vergleich. Da war ja auch in der absoluten Minderheit plötzlich. Alle Medien haben gesagt, wer sich nicht impft als stellvertretender Ministerpräsident, ist ein schlechtes Beispiel. Und am Ende das war eben die Behauptung. Frage ich, ist er das? Also vielleicht nicht mehr für die Mehrheit. Eine Frage, ist er dann ein schlechtes Beispiel? Das haben die Medien so gesagt. Ich frage Sie. Die Medien haben gesagt, und ich gebe Ihnen jetzt die Antwort. Herr Aiwanger, Sie sind doch ein Bauernkind. Ja. Und ich quasi auch. Und wir reden doch geradeaus. Also wenn ich Sie geradeaus frage, ob Sie ein Vorbild sind als stellvertretender bayerischer Ministerpräsident, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder ja oder nein. Welche nehmen Sie? Für einen Großteil ja, aber nie für alle. Nicht jeder ist für alle ein Vorbild. Deswegen gibt es eine Demokratie. Warum antworten Sie nicht klar darauf, Herr Aiwanger? Ja, weil Sie wieder irgendwo ein Haar in die so Suppe schmeißen. Sie sind so wahnsinnig misstrauisch. Ja, zu Recht. Oder warten Sie auf eine Meinungsumfrage, die Ihnen sagt, wo der Hase gerade langläuft? Wir hatten bei der letzten Wahl 11,6%. Jetzt kann ich nicht für mich in Anspruch nehmen, ich bin ein Vorbild für 100% Bayern. Sondern ich bin eben ein Vorbild für meine Wählerschaft und ein paar darüber hinaus. Sie sind als Stellvertretender, was ist Ihr Demokratieverständnis? Das finde ich
interessant. Sie sind als stellvertretender bayerischer Ministerpräsident nur das Vorbild für Ihre eigene Fanbasis? Nein, aber ich werde nur von diesen Leuten als Vorbild gesehen. Alle werden mich nicht als Vorbild sehen. Jetzt also mittlerweile die machen, deutlich ist ja mehr. Nicht das Thema. Wir die Frage ist, wie Sie es verstehen. Genau, also nochmal, wir hatten vor kurzem eine Umfrage, da haben irgendwie 45% oder 48% der Bayern gesagt, Aiwanger macht eine gute Politik. Also wenn ich jetzt aber sagen würde, ich bin aber Stellvertreter für alle. Das ist nicht die Mehrheit, ne? Nein. Das ist nicht die schweigende große Mehrheit, von der Sie gerne sprechen. Deswegen habe ich einfach auch gesagt, ich bin nicht für alle das Vorbild, sondern es gibt halt Grüne oder Rechtsaußen, die sagen, Aiwanger ist nicht unser Vorbild. Ja. Aber ein gewisser Teil sagt, der findet den Aiwanger richtig. Aber eben nicht alle. Das wäre Amtsanmaßung, wenn ich sagen würde, alle müssen mich toll finden. Das heißt, Sie haben eine schweigende Minderheit hinter sich. Schauen wir bei der nächsten Wahl.